was sind Sachen? Ja, man, Real Life, Video, man nicht nämlich als Avatar. Jetzt geht die Kaffeemaschine los, ich weiß nicht, ob man die hört, egal. Ja, ich möchte euch jemanden vorstellen, man sieht ihn auch schon hier. Neben unserer Lola, den kleinen Kobold, den ihr vielleicht auch schon kennt. Den hatten wir ja vor 2 Jahren vorgestellt, wie wir sie bekommen hatten. Oder kurz nachdem wir sie bekommen hatten. Und jetzt hat so ein Freund, den lieben Max, den hat man in den Streams oder in den paar Streams, die ich im letzten Monat hatte, mal gehört, dass er im Hintergrund mit tappelt oder dass er halt bellt. Er ist ein kleiner Beller, nenne ich es jetzt mal. Jedes Mal, wenn er halt Aufmerksamkeit möchte, schaut er einen erst an und dann lässt er einen Beller von sich, um zu zeigen, ich bin hier, jetzt guck nach mir. Das hat man ab und zu mal gehört. Wenn dann Lola nicht einschreitet und direkt dabei ist, weil Hund bellt, Max bellt und dann könnte hier was passieren, dann kommt sie direkt auch angepaced, um zu gucken, was passiert. Das könnte Action sein. Fängt immer an, an den Klamotten zu ziehen. Das wäre ganz lustig, wenn er dann anfängt, die Hose lang zu ziehen. Bin ich nicht gewohnt, weil Lola fällt ja nur die Taktik, ich bin ein Specht und hau die volle Kanne gegen Oberschenkel. Das war die Kaffeemaschine, ist alles okay. Und er ist dann halt auch dann ein bisschen angenehmer, wenn er einfach nur bellt und an den Klamotten zieht. Und jetzt geht er in die Höhle, hat er keine Lust mehr. Wir sitzen auch hier schon ein Weilchen. Ich habe Pause gemacht von den Aufträgen. Ich sitze ja noch an den Aufträgen für Zietz und Sharky und schaut unbedingt bei den beiden vorbei. Da wird es demnächst einen Riesentrop geben, weil ich sage, bin gerade am Schuften ohne Ende, am Zeichnen ohne Ende. Und ja, gesagt, ich habe beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut mal bei ihr auf den Twitch-Kanälen vorbei. In den nächsten 2 Wochen gibt es einen coolen Drop. Und ja, ich dachte mir eigentlich, ich wollte den Max vorstellen, aber jetzt ist er weggegangen. Egal, Lola bleibt hier. Wie gesagt, die Lola haben ja schon ungefähr 2 Jahre oder knapp 3, also quasi seitdem in der neuen Wohnung wohnen, hatten wir sie ja geholt. Wir hatten ja immer Hunde. Und ich dachte, das ist nur fair, weil wir sie ja vorgestellt hatten, zu der Zeit, wie wir sie bekommen haben, dass ich jetzt auch den Max vorstelle. Weil jetzt so die Zeit ist, wo wir sagen, er bleibt bei uns. Dazu gleich mehr. Ich hatte ja schon ein bisschen länger nach einem Zweithund geguckt, dass einfach die Lola noch einen Kumpel hatte. Aber unser kleiner Kobold hier, der ist so ein bisschen mäkelig, was andere Hunde angeht. Ja, der ist da ein bisschen mäkelig. Der macht Blödsinn. Die verträgt sich nicht unbedingt mit allen Hunden gut, weil sie halt auch ein großer Angsthund ist. Ein kleiner Angsthase. Ja, sie wird zwar immer frecher Menschen gegenüber, aber Hunde gegenüber ist sie halt immer noch sehr, sehr vorsichtig. Und das war nicht so einfach, was Passendes zu finden. Ist nun größer als sie, findet sie kacke. Hat der Hund mehr Energie wie sie, findet sie kacke. Guckt der Hund komisch, findet sie kacke. Beim Spazieren immer lustig, dann schwankt sie zwischen, ich mache jetzt einen auf Rambo und bellt und macht und tut. Oder ich verstecke mich hinter meinem Herrchen und sie beschützt mich. Ab und zu auch ein paar, meistens sind es kleine Hunde. Wir haben hier so 2 Welsch, diese Cäsarhunde, wie heißen die? Die Welsch? Nee, ich komme jetzt nicht auf den Namen, egal. Ich blende sie nur mal ein, so ein random Bild von irgendeinem Cäsarhund. Aber ich glaube, mit Cäsarhund weiß sie Bescheid. Haben wir 2, die finden sie richtig toll, damit den spielt sie auch. Mit den meisten anderen ist sie dann immer sehr, sehr vorsichtig und findet sie nicht gut. Deswegen war das auch mal ein bisschen schwierig, für sie einen Freund zu finden. Und wir hatten schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass wir da was finden. Tierheim war immer schwierig. Wir konnten sie nicht mitnehmen, um zu gucken, so Erstkontakt, ob die sich überhaupt vertragen war. Selten möglich. Ich weiß nicht, ob es einfach an den unseren Tierheimen liegt oder ob das generell so ein Ding ist. Wir konnten halt auch nicht sagen, okay, wir nehmen mal einen Hund mit, der sich gut anfühlt für uns, dass sie sich vielleicht vertragen könnten und haben den mal auf Probe oder so. Das ging auch nicht. Das ging entweder du ganz oder gar nicht. Entweder nimmst du den jetzt mit und wenn es nicht funktioniert, ist dein Problem oder wir lassen es bleiben. Das war mir dann einfach viel zu riskant. Und dann hatte ich halt geguckt, ob wir so Privatleute finden und das ist aber auch schwierig. Wer auf eBay Kleinanzeigen oder etc. und alle möglichen anderen Kleinanzeigen-Format-Gedönse geguckt hat, es ist sehr, sehr dubios, was da manch einer als Händler anbietet. Ich nenne es jetzt einfach mal Händler, es sind noch meistens einfach nur Privatpersonen oder so. Ist immer schwierig und dann hatte ich auch echt Bauchschmerzen da, mich zu melden, weil es meistens wirklich mehr so nach Hinterhof Vermehrer aussah oder so. Was hast du gehört? Da ist ein Auto vorbeigefahren. Und ja, da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen und wollte das auch nicht wirklich unterstützen. Deswegen haben wir auch sehr, sehr lange gebraucht, bis wir es gefunden haben. Ich hatte dann später bei uns im ansässigen Futterhaus? Futterhaus, das gelbe Ding mit dem gelben und nicht das rote. Futternapf? Ist auch egal. Da hing ein Aushang von einer Dame, die sich das halt auch privat macht. Sie hat all diese ganzen Veterinäramt-Geschichten durch. Die macht das halt zu ihrer Rente, so hobbymäßig dazu, dass sie halt was
zu tun hat und hat da richtig Herzblut dran hängt. Und da hatten wir einen Aushang für einen Max gefunden. Wir haben ihn gelesen und gesagt, Leute, das ist eigentlich eine zweite Lola von der Beschreibung her. Und das Schöne war dann halt auch, wir hatten halt angerufen, wie sieht's aus. Das Schöne war halt, wir konnten mit der Lola vorbeigehen, den Hund dort treffen, ob sie sich generell erstmal vertragen oder sich angeifern oder sonst was. Weil sie ist ja wie so ein Kleinkind, sie wird dann immer bockig, wenn sie jemanden nicht mag. Oder geht halt einfach weg. Das hatte ganz gut funktioniert und dann haben wir ausgemacht, was auch schön ist, was bei ihr richtig cool ist, dass sie sagt, okay, den ersten Monat ist so ein Probemonat, wir machen alles papiermäßig fertig, haben diese Klausel drin, die ersten 4 Wochen sind halt auf Probe und wenn es klappt, wird das halt dann automatisch in unseren Besitz übergehen, weil ein Hund immer noch ein Gegenstand ist vom Gesetz und etc. Total bescheuert. Und falls es nicht klappt, haben wir immer noch die Möglichkeit, wenn die sich jetzt wirklich an die Gurgel gehen oder halt so gar nicht miteinander wollen, dass wir ihn zurückbringen können, dass er halt dann immer noch einen festen Platz hat, wo er dann ist und dann, ja, safe ist. Ja, das musst du zum Glück nicht machen, wie man sieht, er ist ja da, auch wenn er jetzt in der Höhle pennt. Die beiden verstehen sich wunderbar. Von Anfang an haben sie sich geduldet. Ich sag, Lola ist eh immer ein bisschen schwierig, aber allein, dass ein Hund geduldet wird, ist schon viel. Und momentan hängen die wirklich wie so Geschwisterchen zusammen, liegen zusammen in ihrer Höhle oder auf der Couch, spielen miteinander. Der eine will nicht raus ohne den anderen. Wenn einer halt raus muss, Pipi machen, will der andere mit. Ich habe Pipi machen gesagt, ja. Wir waren gerade draußen. Wir sind gerade zurückgekommen. Wir waren laufen. Das Gehwort darf man nicht sagen, auch wenn sie gerade zurück waren, ist dann wieder totales Chaos. Wir wollen immer zusammen sein, das ist total süß, gerade wenn wir halt laufen wollen. Wobei sie immer noch sehr faul ist. Wir haben jetzt immer einen Fortschritt. Sie läuft mehr wie 10 Minuten. Sie läuft ganze 20 Minuten ohne Probleme. Dann fängt sie an zu trödeln, zu motzen. Und Schauspielern, die letzte Zeit fängt sie immer an, wenn sie gar keinen Bock mehr hat, fängt sie an zu humpeln. Ist dann komplett vergessen, wenn wir zu Hause sind oder sie meine Mom sieht oder mich dann sieht. Sie schauspielert richtig. Bei ihr weiß man halt auch nie wirklich, ob es dann am Ende wirklich geschauspielert ist oder ob es wirklich in was reingetreten ist, weil die hat halt immer noch, obwohl wir es halt schneiden und stutzen, hat sie halt immer noch sehr, sehr viel Fell an den Pfoten und es verheddert sich halt gerne immer etwas. Gerade im Herbst haben wir immer wieder Brombeeren und sonst was, das bei ihrem Fell hängt, weil die immer durch alles durchgehen muss. Wie so ein kleines Schwein, so ein kleines Warzenschwein muss so durch alles Feld und Wiesen durch. Aber wenn du gehst durch Pfützen, dann hast du Füße, finden sie doof. Aber sonst nimmt sie alles mit. Dementsprechend müssen wir sie auch immer gut kämmen. Mit dem feinen Fell und halt auch scheren. Finde sie richtig kacke. Haben wir beim Max zum Glück nicht. Er ist ein rauer Dackelmix. Der hat halt dieses raue Fell. Das ist echt angenehm für uns. Kämmen müssen wir ihn auch immer mal wieder. Einfach auch Fellpflege tut immer gut. Aber muss ihn nicht so krass scheren wie sie, weil sie hat ja, sie fühlt sich super toll an. Total weiches, fluffiges, super Fell. Aber das ist so viel, das ist so weich und so ein feines Fell, da hängt immer alles drin. Und dann müssen wir sie immer kämmen. Und das findet sie doof. Und dann müssen wir auch scheren, gerade im Winter. Im Winter eigentlich nicht. Im Winter scheren wir nur die Pfoten, dass halt da nichts drin hängt. Und im Sommer haben wir sie halt letzt geschoren, wie es so krass warm war. Einfach auch, damit es sie ein bisschen leichter macht. Obwohl sie momentan nicht so aussieht, als wäre sie geschoren. Gerade am Bauch ist wieder richtig viel geworden. Es ist nur noch der Popo, der ein bisschen nackig aussieht. Aber es war einfach zu warm. Und hat halt dieses viele, dünne, feine Fell. Gerade dieses viele Fell. Man hat richtig gemerkt, das macht ihr zu schaffen. Der Sommer. Was ist jetzt mit Winter? Der Sommer, der war heiß und der hat mir viel zu schaffen gemacht. Ich hatte richtig Probleme mit dem Kreislauf, weil es halt so krass warm war. Auch dieses unselbstständige Wetter, dieses ungleiche, dieses wechselnde Wetter, mal Wolken, mal Sonne, mal bullerheiß, dann hat es mal ein bisschen geregnet, das ist alles auf dem Kreislauf. Ging ja nicht besser, gerade mit der Hitze. Max hat da jetzt keine Probleme gehabt, weil der hat halt auch nicht so krass dickes Fell. Ja, und dann denke ich, fürs Update-Video war das doch eigentlich ganz okay. War ein bisschen ungewohnt für mich hier zu sitzen, dass ich nicht an meinem Computer sitze, dass ich das halt auch immer in Real Life mache. Und ich gucken muss, dass der Avatar irgendwie Probleme hat. Ja, dann denke ich, war das für ein Update-Video eigentlich ganz gut. Jetzt ist der Max auch nochmal kurz hergekommen und wollte sich in seiner Schönheit zeigen und seine Tollheit. Einen süßen Max. Nein, ich denke, ja, mal gucken. Vielleicht gibt es sowas öfters mal so vlogmäßig. Vielleicht mal gucken, vielleicht habe ich ja Bock drauf. War jetzt ein bisschen ungewohnt, aber an für sich eigentlich ganz entspannt. Muss nicht gucken, dass nicht irgendwie was technisch irgendwie was kaputt ist oder so, sondern kann mich einfach hinsetzen, so einfach reden
Und ja, vielleicht einfach mal ein bisschen was zeigen. Kann ich euch meine Mangas zeigen oder sonst was? Weil ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit und Geld, das groß abzudaten, aber ich kann euch mal zeigen, was ich so alles habe. Auch ein paar Bücher oder keine Ahnung, irgendwas so vlogmäßig. Mal gucken! Neben Aufträgen und sonstiges passiert leider in meinem Leben nie so viel. Aber wenn wir mal was erleben, können wir das ja mal probieren. Hallo Lola. Ich will auch noch so. Ich soll auch noch mal Tschüss sagen. Guck mal da. Okay, der hat noch nie ganz verstanden. Kamera finden wir immer noch ein bisschen doof. Aber nach vorne, klar, jetzt. Ja. So rum geht's. Wenn ich Kamera in der Hand halte, finde ich immer ein bisschen doof. Ich kann aber keine Fotos für Instagram machen. Jawohl. Wie soll ich es dir verübeln? Ich mag es auch nicht, von mir Fotos zu machen. Deswegen ist auch ein bisschen ungewohnt so. Aber mal gucken. Eigentlich doch gar nicht so schlecht. Vielleicht finden wir da irgendwas, was wir machen können. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht auch mal einen schöneren Ausblick wie mein Schrank. Aber ich habe das jetzt relativ spontan gemacht und musste nicht genau wohin. Ich müsste aufräumen. Sollte ich vielleicht mal tun. Oder ich filme einfach vor der Schrankwand und das kann euch vollkommen egal sein, wie mein Zimmer aussieht. Mal gucken. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Bock drauf, mich einfach mal hinzusetzen und zu labern. Vielleicht finde ich ja was anderes, worüber ich labern kann, so ein bisschen vlogmäßig oder so. Wobei momentan jetzt nicht so viel passiert, außer Arbeit und Aufträge. Aber ich werde jetzt erst nur mal Tietze und Sharkys Ding fertig machen und dann erst wieder nach der Gamescom werde ich vielleicht wieder Aufträge annehmen. Ich werde meine Regeln, gerade für die 3D-Geschichten, komplett über den Haufen werfen. Die letzten 4-5 Aufträge, die ich hatte, waren eine komplette Katastrophe. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr, überhaupt für irgendjemanden ein 3D-Modell zu machen, weil das hat so frustriert. Ich weiß, ein Teil von mir war, also ist ein Teil Schuld liegt an mir, weil ich Regeln nicht klar gesetzt hatte und ja, Sachen nicht verneint habe. Dumm von mir. Das hat mich halt am Ende sehr, sehr gefrustet. Vielleicht mache ich da nochmal ein externes Video. Auch so zu gucken, was könnte man als Kunde, wenn man jemanden anfragen möchte für 3D-Stuff, was ist denn da zu beachten? Oder was sollte man beachten, um dem 3D-Artist das Leben nicht unnötig schwer zu machen? Und ich muss lernen, auch Nein zu sagen und auch vorher mal genau zu gucken, was von mir verlangt wurde. Gerade das letzte Modell für ein Roblox-Ding. Ich habe mich nicht viel mit Roblox beschäftigt. Ich hatte zwar gefragt, worauf ich achten müsse bei Roblox, aber das hat nicht funktioniert. Ich hatte nur... wir hatten im Stream kurz geguckt, ob es funktioniert, einen gehörigen Charakter reinzuladen und das war es dann. Es hat funktioniert mit dem Plugin. Roblox an sich ist eh so ein... Hey, Roblox ist... Als Artist ist Roblox ja echt furchtbar. Also, wenn ihr 3D-Artist seid und so ein bisschen wisst, was ihr tut, guckt, dass ihr Unity, guckt, dass ihr Gumroad oder Unreal direkt irgendwas nutzt, aber Roblox ist furchtbar. Ihr könnt das Wissen, was ihr in Roblox habt, auch nicht wirklich weiter für andere Game Engines nutzen, weil Roblox so krass anders funktioniert. Roblox ist nur dann super, wenn man eh nicht weiß, so wirklich, was man tut. Wenn man anfängt, so ein komplett blutiger Anfänger kann mit Roblox anfangen. Wenn ihr dann schon ein bisschen mehr Wissen habt, euch angeeignet habt, wenn ihr wisst, was Texturen sind, wie man UVs aufsetzt, wie man halt Meshes macht, die mehr als nur Low-Poly sind, wie man sowas aufsetzt, geht in einer anderen Game Engine. Sorry, kleiner Rant am Ende, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Vielleicht werden wir da mal drüber reden. Ja, mal schauen. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns nochmal in der Ecke später. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich.